Jo, Alter, so ging es mir auch am Anfang. Ich mache auch einmal. Einmal muss ich mitfliegen. Einmal muss ich mitfliegen. Das Problem ist, alle haben es jetzt gehört, so weißt du. Erstmal auf passiv hier. Gute Idee. Aber hast du alle jetzt auf passiv gemacht? Ja. Okay. So, gut. Zubauen. Nein. Na, na, na. Hast du schon alle Bauteile dabei? Ja. Okay. Na gut, dann brauchst du gar nichts machen. Ich setze mich auf den Drachen und kuschel mit ihm. Jo, du kannst die Tools noch hinsetzen. Okay. Doch nicht kuscheln. So, tut's. Ist zu? Ja. Just. Okay. Nice. Okay, das ging dann doch besser als erwartet. Deiner hat wieder ein bisschen Probleme gemacht am Anfang. Das hat ein Problemchen. Das hat eine kleine Queen, ne? So. Mhm. Ich sag nur die Farbe und so weiter. So, okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Heavy Turrets. Wir könnten theoretisch noch ganz schnell nochmal so 2-3 Turrets platzieren. Warte mal. Also, wie viel Muni habe ich denn? Ich guck mal, ob ich Muni da habe. So, jetzt hier. Können wir mit. Halt holen. Ich geh mal Halt holen. Ja, warte, ich komm, ich wollte mitkommen. Ich will jetzt ja an sich nichts mehr machen, großartig. Okay. Weil dann können wir nämlich gleich auch noch Perlen holen, wenn du Halt holst und so ein Scheiß. Okay. So, okay, warte mal. Wir haben noch Gunpowder. Schnupp. Ich muss schon mal mit dem Muni noch starten. Ja, okay, mit der Muni jetzt lohnt sich nicht, irgendwie noch ein Turret aufzubauen, auch wenn wir viele Turrets haben. Weil hier doch 300 Schuss, dann lohnt sich schon eher wieder. Wenn ich stelle mal noch 3 Turrets oben aufs Dach auf. Mhm. Machen wir 4. Es geht ja um den Burst-Damage. Der Burst. Also selbst wenn nur 60 Schuss in dem Turret sind, aber wenn 5 halt gleichzeitig schießen, ist halt besser als wenn noch 4 schießen mit 80 Schuss. Jetzt hier mal eben schnell die Septile. Mach mal. Alles klar, nochmal 4 Turrets oben platziert. Mhm. Okay, wo bist du? Wir sind beim Obelisk. Komm mal. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell hochleveln, Alter. Achso, ich hab noch was vergessen im Race. Sollten auch Hazard-Z-Taste dabei, falls wir dann gleich eine rote Gems holen. Ja. Okay. Sollte man eigentlich als erstes machen, ne? Der erste Schritt. Eigentlich wär's schlau. Ja, können wir machen. Gut, dann Hazard an. Zieh's jetzt schon mal an. Wir müssen da übelst aufpassen, weil ein Schuss oder 2 Schüsse und die Hazard ist im Arsch. Ich weiß nicht, ob wir die noch einmal upgraden können, aber denke ich. So. Und ich würde auch sagen, einer bleibt auf dem Drachen und passt auf, der andere baut ab. Ja, hast du eine gute Metallpiege? Mhm. Ich habe eine mit 370%. Ja, deine ist besser. Ja, dann baue ich dann ab, du passt auf. Okay. Bist du noch dort? Ich bin noch bei dem Obelisken. Leuchtet viel, was du dabei hast? Ja. Okay. Ich muss wieder an die Steuerung gewöhnen, ey, Mann. Hast du mich gesehen? Mach zaghaft. Bitte, Alter. Ich bin lange nicht mehr Drachen geflogen. Sorry.
der war irgendwie automatisch im Charge-Modus drin, obwohl ich das nicht wollte. Jo, oh, guck mal, der schöne Vogel da. Ich glaube, wir sind, ne? Der ist richtig schön, der Vogel. Mhm. Naja, 140 nur, okay. Okay, kill. Oh, XP. Wir müssen uns eben anders stellen, dass man Mate-Boostet sie dir. Toter Vogel. Toter Vogel, toter schöner Vogel. Hast du Licht aus? Hatte kurz was gemacht, okay. Nameless Venom, da freuen sich die nächsten Babys. Kriegen deine halt einfach als Bonus. Die nächsten werden dann verwöhnen, die nächsten Drachen. Es sind immer noch ein paar mehr Viecher zum Leveln, ey. Kannst du auch in deinen Drachen reinschmeißen. Also, der wird auch dadurch geheilt. Ja. Okay, cool. Jetzt wissen. Ja, es ist ja schon im Drachen drin. So, das ist alles gute XP. Ja, da vorne sind rote Gems. So, 50.000 Leben, dann auch noch ein paar Punkte im Weight. Wie viel Weight hast du bei deinem? Gerade 4.000. 4.000. Ja, das war 4.000. Ah, Melee Damage lohnt sich halt extrem bei meinem, ne? Mhm. Erstmal so hier. Ein Punkt in Stamina. Ja, 200 geht so. Okay, dann weiterleben. Ich will, dass erstmal viel aushält. Ich krieg jetzt noch 1000, das ist noch so 2%. Eigentlich müsste ich weiter Melee Damage gewinnen. Hier ist noch ein Zipline. Ja, wir haben wahrscheinlich schon Leute Red Gems geholt oder so. Mhm. Aber nicht mit dem Drachen. So, ich farme, ne? Jo. Okay. Ich pfeife nochmal passiv. Okay. Ah, Wingsuit habe ich nicht an. Fühle mich ja schon mit besser. Du springst hier rum, ne? Okay. Alles klar, cool. Das ist niemand anders, ey. Das Gute ist immer, dass hier auch gleich eine Blume ist. Also der Spot lohnt sich immer übelst, ey. Hier habe ich ja auch für Rocky, unser erster Drache im PvE, Aberration, habe ich auch hier 5000 rote Gems gefarmt oder so und das mit Vierfacheinstellungen. Also es hat einige Zeit gedauert. Auf jeden Fall. Aber es ging. Das bist du, ne? Ja. Okay. Wie viele rote Gems brauchen wir denn? Ich weiß nicht, ich nehme so viel mit, wie Dill da ist gerade. Okay. Kannst du auch bei mir reinpacken ein bisschen. Ja, aktuell. Kann ich noch bei mir rein. Hab jetzt 9000. Okay. Aber der Drache, der kann übelst gut noch tragen. Ich glaube 4000 Weight reicht absolut aus, mehr braucht er nicht. Ist gerade 90% Nacht. Hm. Jetzt raus oder was? Oh, ich weiß nicht. Je nachdem, was dein Plan ist. Ja, erstmal gute Sattel machen. Davor mache ich gar nichts. Hm. Dann lass ruhig noch ein bisschen rote Gems ran, wenn wir einmal hier sind. Brauchen wir noch Element? Für irgendwas? Nein. Ne? Ist mein Vibe doch noch da? Ne, hab ich. Lol. Das ist ein voll grüner Drache, ne? Und ich will den Kill. Aber ich will einmal draufhauen, mit dem Schaden. Wieso machst du 2100? Wie viel Damage bist du da? Wie viel hast denn du? Momentan 2000. 2000? Ja. Wie viel Leben? 40.000. Okay, na, ich habe mehr Leben geskillt. Krass. Hier ist unser Mega. Der hat aber den schlechten Sattel, ne? Guck mal da rein, vielleicht. Ja, der hat einen schlechten Sattel. Ne, der hat den guten, Alter! Okay. 350 Armor-Sattel, babum. Nice.
Krass, da ist der eine, den die gekillt haben, der hatte den schlechten Sattel. Ja, bei 350 Armor-Sattel musst du erstmal zusammenbekommen. So, das war doch glücklich gewesen. Ich dachte, der hat nur 300. 350, ja, mehr. Macht dezidiert haben mehr Schaden als ich. Oh, okay, ich... Vorne ist halt Nate boostet. Ja. Ja, wir haben mal einen Test gemacht, also auch an die Zuschauer. Da haben wir einfach mal mit einem 900er Mega gegen eine 900er Drache gekämpft. Also einfach gegenübergestellt und aufeinander draufgehauen. Der Mega gewinnt das deutlich, den Kampf. Also wenn der Drache sich nicht bewegt und nichts, ist der Mega deutlich krasser, weil er einfach viel, viel schneller zuhaut. Und nicht weniger Leben hat. Der Vorteil des Drachens ist vor allem die Mobilität und dass man von ihm aus ballern kann. Also Maulwurf viel sicher. So, also wenn wir gute Megas finden, haben wir schon die Idee und die Überlegung, dass wir dann einen Fahrstuhl zu unserer Base hochbauen, weil das ist die einzige Möglichkeit, die Megas hochzubekommen. Um die Megas dann mit dem Fahrstuhl nach oben zu hieven. So, und dann reißen wir den Fahrstuhl irgendwann weg und dann hätten wir oben Megas und die Gegner würden keine hochbekommen zu uns. Das geht nicht. Ja, vielleicht doch mit Krebs in die Hand nehmen sie dir und hochspringen? Das kann sein. Das könnte echt passieren, ne? Krebs haben wir ja auch noch nicht drüber nachgedacht, einen mitzunehmen oder so. Ja. So, ich hol dich jetzt auf mit Melee Damage, Alter, gleich. Ich krieg dich nach. Nicht, wenn ich noch mehr skille. Ja, warte mal. Warte, war 480 hier dir. Der Mega. Das war der höchste. Alter, der ist zu weit weg, ne? Den nach Hause bringen hab ich auch keinen Bock. Ja. Da wäre ein Krebs halt echt geil, ne? Um die Megas zu. Na gut, dann Krebs ist halt auch langsam. Hier ist eine. Warte mal, hier ist eine Explorer Node City. Okay. Immer noch, noch mehr XP. Bist du abgestiegen? Ja. Wieso? Warum? Hier. Nein, ob du mit deinem Tier. Hast du den mit dem Tier aufgehoben? Nö. Wieso nicht? Warum denn? Ja, dein Tier kriegt auch XP dadurch. Ja, kriegt das jetzt nicht so auch? Nö. Also das wusste ich nicht. Ja, das ist natürlich doof jetzt. Na komm, die nehme ich auch noch mit, dann haben wir dann wirklich ausgesorgt und können richtig viele Sattel probieren. Guck, wahrscheinlich jetzt auch schon, aber egal. Ja, kostet alles Metall. Ja. Muss mal. Bist du das, der Sound? Warst du das? Was für ein Bist Sound? Bist du gerade geflogen? Das ist. Nein. Dann ist ja ein Drache. Dann ist ein Spieler mit Drache. Dann sind ja auf jeden Fall welche. Okay, das verziehen erstmal. Ich will erstmal einen guten Sattel jetzt machen, Sidi. Ich weiß nicht, ob wir noch Heil dafür brauchen. Oh, Schatz. Hast du das? Ja. Kannst ja gucken, ob du irgendwo damit sein siehst oder so. Das. Bist du das, der Blaue? Ja. Der Blaue? Sah grad blau aus. Drache hier. So, ich zieh mal meine Flagge an. Ich muss mich erstmal wieder an den Drachen gewöhnen, ey, das ist so krass. Also, das sind ganz schön schwerfällige Biester. Alles klar. So, gut, dann lass mal krass einen Sattel machen. Und dann geht die Party ab. Dann habe ich alles reingehauen hier, dir.
Hier, okay, bam, bam. Okay. Ich hab alles dabei. Brauchst du neue Sättel oder willst du die hier mitnehmen? Die kannst du mal mitnehmen und reinhauen, dann vergleichen wir mal, wie im Vergleich werden. Ich mache jetzt mehrere erstmal Startversuche, erstmal eine gute Basis schaffen. Und dann gucken wir mal. Gut, also zum Vergleichen, wir haben ja 160 ungefähr. Ich hätte die lieber schon besattelt. Zum Notfall. Die kriegen Schaden. Der kriegt Schaden. Oh, das ist wild. Sorry. Alter, wirklich jetzt? Ja, jetzt sitze ich auf meinem Sitz? Jetzt sitze ich auf deinem hinten, auf meinem hinten drauf. Oh, wie ja. Dumm. Geil. Sehr gut. Du sollst da hinbekommen. So, okay. Alles, was ich habe ich schon reingeschmissen. Ja. Der hat 204 Rüstung. Puh, scheiße. Wow. Das hat einfach mal irgendwie 8000, naja, sagen wir mal so 6000 Hide gekostet oder so. Also das ist echt teuer. Wir müssen unbedingt noch mehr Hide fahren. Aber das ist ja an sich kein Problem, können wir jetzt alles machen. Ich habe jetzt einen Sattel, der hat 200 Armor, den Rest müssen wir jetzt zurück noch fahren. Brauchen wir einen Hide und wahrscheinlich ja noch ihr Metall. Okay, es wird aufwendiger als erwartet. Ich sehe hier Leute, die raiden. Die raiden? Ja. Okay. Und mit was raiden die? Ohne, mit irgendwelchen Dinos oder komplett ohne? Ja, mit. Mit einem Mega. Okay. Ja, das sind auch die krassesten Viecher, die Megas. Ja. Wo sein? Sieht jetzt nicht so aus, als ob die anderen Turrets haben, deswegen. Okay. Ja. Die können ja easy weggesnackt werden von den Turrets. Ja, es scheint halt. Es scheinen halt irgendwie ein paar auch zu sein, die wirklich alles raiden, auch ohne Rücksicht auf Verluste und ohne zu gucken, ob die Leute vielleicht erst eine halbe Stunde oder so, also die Bahn. Wer Dark Devils? Keine Ahnung wer. Auf jeden Fall gab es einige, die meinten, ja, haben erst eine halbe Stunde wieder versucht, sich aufzubauen und das siehst du ja dann als Spieler. Und dann überlegst du ja, raidest du die dann jetzt oder nicht und da gibt es anscheinend ein paar, die machen auf Rücksicht ohne Rücksicht auf Verluste wirklich alles platt. Hm. Jeden. Ohne Fairplay und so. Ich weiß auch nicht wen. Ich werde jetzt, selbst wenn ich wüsste, würde ich jetzt keine Namen nennen, erstmal. Aber ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall habe ich viel davon gehört. Und deswegen, wie gesagt, hat sich das Teilnehmerfeld schon gut gelichtet und es ist eigentlich glücklich, dass wir überhaupt noch dabei sind. Auch. Weil wir halt absolut unsere Ruhe haben, so. Ne? Und da muss man auch einmal ein Lob an dir aussprechen, weil es hat er rausgesucht, den Spot. So. So, mal wegen meinen Loben hier. Danke. Bitte. Okay, lass los. Also. Ich tu noch schnell das Gas in die Base. Ja, mach. Also Perlen holen wir jetzt. Und währenddessen noch halt. Wo gibt's am meisten Perlen? Das weiß ich selbst nicht. Keine Ahnung. Wir können eigentlich den Fluss einfach ablaufen, oder? Von unserem Spot. Ja. PvE. Muss man nicht so tief ins Wasser. Mhm. Okay, dann los. Alles klar, ich bin dran.
Ah, ich habe zu viel Avorion gespielt. Ich wollte gerade E drücken oder Q, weil da habe ich bei Avorion belegt, dass ich so rotieren kann, so drehen. Ich hätte gerne eine Fassrolle gemacht, weißt du? Das ist ja, wo wir mal andocken. Stimmt, eigentlich könnte ich eine Woche an meinen Drachen bauen. Das ist komplett. Rock Drake. Hier oben ist schon mal niemand. Wieso wäre da ein guter Spot gewesen, oder was? Das ist ein blauer Biegen? Wollen wir nicht mehr blaue Biegens nicht mit? Doch, können wir machen. Okay. Ganz Viecher, die du killen kannst. Eine Granate. Yes. Okay, lass weiter. Jö, und so können wir mal, guck mal hier, unser Spot. Hä, hier ist ja gar nichts gebaut, hier ist ja gar... Hä, das sah doch ganz anders aus früher. Da ist eine Base. Da auf dem Berg oben? Ja, oder irgendwas Kleines. Okay. Was schon kaputt ist. Okay, da vorne ist der Fuß. Also, dass so eine Base leicht zu raiden ist mit C4, das wundert mich jetzt nicht. Leichter Lag. Okay, ich heb Herrn auf. Bleibt auf dem Drachen. 400 gibt's knapp pro Perle, okay. Jetzt sind ja gar keine Perle. Na 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 na. Ich wüsste eigentlich nicht, ob es hier irgendwo noch einen besseren Spot gibt, also wo du so schnell in Perlen kommst, ohne jetzt krass zu tauchen oder so. Hier irgendwo ist ein Spieler. Vibe Dog oder was? Ja, mein Vibe Dog hat ihn entdeckt. Okay. Ja, sind wir auf der Hut einfach. Bei mir ist keiner. Hier ist er irgendwo. Bei mir kommt immer noch keine Meldung. Da ist er auf dem Pilz. Pilz? Ja, der fliegt gerade weg. Ah, hat auch einen Drache. Boah, hier ist ein lila roter Dodo, Alter. Ja, ihr müsst echt die Augen offen halten wegen dieser Meldung. Das stimmt schon. Ich bin immer noch am Fluss, ich sammle weiter Perlen. Ja, ich hab ihn weggejagt. Sehr gut. Was denn verjagt sie dir? Das bist du jetzt, ne? Der Sound? Mhm. Okay. Der wurde vorhin von den Pilzen getroffen. Und deswegen hat mich das gewundert, wieso die Pilze aktiv sind. Da dachte ich mir, das kann ja nur ein Spieler sein. Hm. Ja, hier ist halt. Verraten. Wir müssen unbedingt Parasers killen oder so. Dann haben wir dann halt ausgesorgt, wenn wir da so 10 Stück killen oder so. Genau, der Fluss halt und ja. Lass auch mal Twilos killen, wegen Öl. Also, Jo, dann müssen wir aber in die andere Richtung. Ja, dann lass das mal in die andere. Oh, ey, Mann, das ultra unangenehm. Sound. Wir sind Twilos. Da vorne ist ein Mega. Gegnerische, 2 Stück. Ja, okay. Was ist das? Dark Devil. Das waren die von vorhin. Die uns mit dem. Der mit dem Drache vorhin war? Ja. Okay. Sie angreifen oder? Können wir machen. Können wir mal schauen. Ja, wir haben echt noch Kacksattel, ne? Die werden schon wissen, dass die, wenn die jetzt hier mit Mega kommen, warum die das machen, wenn die uns gerade gesehen haben.
Lass unseren Vorteil ausnutzen, erstmal seht ihr. Okay. Und der ist ein bisschen mobil. Ja, deswegen. Also gefährlich ist es jetzt nicht, der zu greifen. Ich hätte vorher echt gerne. Wir können es probieren. Ja, wir können es machen. Aber wir können die Rudi auch auf die ballern oder so, ne? Ich weiß nicht. Die führen uns bestimmt zu ihrer Base. Siehst du sie noch? Ich dachte eben, dass der eine Spiel, den du eben auf dem Drachen gesehen hast, dass die das sind. Drachen? Ich habe keinen Drachen gesehen. Achso, ich dachte, da wäre ein Spiel auf dem Drache. Nee, auf dem Wingsuit ist er abgehauen. Ja, alles klar. So schnell sterben. Ja, okay, dann. Ich bin jetzt hier unten am Fluss. Mhm. Sind so ein bisschen in Inland gelaufen. Wie gesagt, Megas müssen wir höllisch aufpassen, Leute, auch auf einmal. Ich bin links von dir. Ja, auch wenn man auf dem Drachen sitzt. Fahren wir erstmal weiter. Bei mir ist einfach, vielleicht bin ich auch gerade übervorsichtig, ich weiß es nicht. Ich habe eine mega Bammel davor, die Drachen jetzt zu verlieren. Mega Bammel. Mega Bammel. Von Megas. Oh ja, wenn wir noch Mega bekommen, würde ich ihn gerne Mega Bammel nennen. Gute Idee. Ich frag mich, wo die hin sind. Ja, vielleicht haben die auch Angst bekommen. Also wir haben sie ja, wir haben sie ja getestet. Wir haben sie ja, wie gesagt, getestet, so wie Drachen performen gegen Megas. Und es hat schon Grund, dass ich nicht so mega Bock habe, da auf die zu kämpfen. Schon wieder Mega gesagt. Hm. Hat sie verloren, irgendwie. Vielleicht verstecken sie sich. Aber die hatten noch so einen roten Mega, der war übelst offen. Ja. Völlig. Ich glaube, die Perlen sind wieder da am Fluss. Kommt uns gerade so vor. Der Respawn ist ziemlich hoch eingestellt. Oder? Ja, hier sind wieder welche. Kommst du wieder zum Fluss, bitte? Mhm. Gut, verschwunden. Sind sie einfach weg? Ja, vielleicht hätten wir doch drauf gehen sollen. So. Ich weiß es nicht, aber wenn die gute Sättel haben und so, dann bringt das halt nichts. Dann sind die stärker als unsere Drachen aktuell. Die sind noch nicht mal ausgelevelt. Wie viel Mini-Damage hast du jetzt? Über 2000. Ich auch. Ich will es genauer wissen. 2200. Mann. Mann. Warum? Na, 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 na. So, wir müssen nicht die Pause aus den Augen verlieren. Hä? Ist der Base? Wo? Hier rechts von uns. Die wilden Kerle sind schon geraidet, so wie es aussieht. Okay, das ist wieder eine Base, wo es mich nicht wundert, dass die platt gemacht wird. Du machst Schaden an. Achso, das Holz. Okay. Boah. Okay, aber die Base ist ja schon platt. Ist ja eine Ruine, ne, wo wir gerade drauf waren, will ich jetzt. Und am Ende wohnt hier doch noch einer. Er brennt noch Feuer, seht ihr. Oh nein. Ja, da wohnt keiner mehr. Weil ich eben nur so gesagt habe, ja, die gibt hier ein paar fiese Tribes, die ohne Rücksicht auf Verluste alle Basen platt machen. Holz. Ich wollte mal reingucken. Ja, nee, wir haben ja jetzt nichts. Das war ja schon kaputt. Jetzt.